Würdest du mit mir um 50 Euro wetten, ob er über 8,5 kommt? Würdest du 50 Euro wetten? Ja, komm, let's go. Okay, let's go. Die Wette steht. Okay, Tom, die Wette geht. Volle, Mann. Schön, dass wir uns schon seit zum neuen Video ausverliehen. Wir machen eine Burger-Tour mit dem einzig wahren Achmed, wo wir sehr vielversprechende Burger testen werden. Vom einen YouTuber-Kollegen, der auch bei mir mitgemacht hat, der hat den Burger getestet und mir extra danach gesagt, Digi, ich bin hier Berliner. Das Ding ist heftig. Das kann echt sogar ganz oben abreißen im Ranking. Und dann, ich sag's jetzt einfach so unter uns, von den Wert-Gecreeft-Jungs. Die waren da bei dem Burger, dachten eigentlich, das ist der Stand von Goldies, weil sie da ein Video machen wollten. Haben die gestern gesagt, ja geil, wie immer, bleiblob, der schmeckt genauso heftig. Bis sie danach gecheckt haben, oh, das ist gar nicht Goldies. Und den testen wir auch noch. Und Achmed und ich sind heiß wie Frittenfett. Habe ich recht, Achmed? Heiß. Und ich sag's euch, Leute, 25 Grad. Wir sind schon in Berlin und ich bin sehr gespannt. Denkst du, ich kann im Livestream hier irgendwo an die Wand p***en? Denkst du, die Leute nehmen mir das übel? Ja, ich weiß nicht, ob Twitch das so lustig findet. Nein, würde ich nicht machen. Wunderschöner Parkplatz, ein wunderschöner AHMED, ein wunderschöner Holle. Ich habe dein Stream übernommen. Holger ist leger unterwegs. Ja, das ist einfach ein Ausrufezeichen, das gesetzt wird. Die Hamburger sind am Start. Die Z-Plus-Armee. Die Einmann-Armee. Ja. Also da nochmal für euch, Leute. Da sehen wir jetzt hier im Burgerladen. Das ist der, wo war. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und die haben halt den Laden getestet und dachten, sie wären bei Goldies. Goldies kennt inzwischen jeder, ist halt so die dickste Nummer in Berlin, sagt man. Man könnte es wirklich meinen, auch vom Logo, von der Farbe. Ja, aber da bin ich gespannt, ob wir gleich auch sagen, okay, schmeckt wirklich genauso. Die haben es halt verwechselt, dachten, das wäre der und haben es nicht gemerkt. Auch genauso bewertet, wie immer hier 10 von 10 und sonst was und dann gecheckt, ah, das ist gar nicht Goldies. Ja. So, Leute, da ist der Laden. Ja. Ich hab gehört, ne? Kennst du die Jungs von Kannst nicht sprechen Deutsch. Who have the creep was here? They say it's good like Goldies. Same Bewertung. 10 von 10. Den normalen Smashburger und auch den Oklahoma könnt ihr den empfehlen. Ja? Du auch? Okay, dann nehmen wir ein Double Cheese und ein Double für Oklahoma. Wer ist der beste Mann von euch dreien? Würdet ihr sagen, wer macht am besten? Du? Er macht. Echt? Du machst am besten, oder was? Herzlich gemeldet, Leute. Bezahl den Mann. Ach, du brauchst Geld? Warte, ich sag dir eins, ne? In Berlin bezahlt Holle 2614 nicht. Das war 16,30 okay. Und ich sage, stimmt so. Natürlich. Aber nur, weil ich live bin. Und einen gesunden Smashburger für die schwangere Frau. Und trinken will sie auch. Sie nimmt alles, Bruder. Sie kriegt alles heute. Hast gehört, Achmed? Alle, die schaffen, herzukommen, solange wir hier sind, kriegen auch unseren Nacken. Auf deinen Nacken. Heftig, Leute. Die haben Butter direkt auf den Burger drauf geträufelt. Ich sehe immer wieder neue Sachen beim Burger und das feiere ich. Wir müssen ja ein bisschen Ernsthaftigkeit hier dazu bringen jetzt. Der soll ja wirklich krass sein, ne? Kann sein, dass wir jetzt richtig einen Abriss bekommen. Butter drauf, perfekt. Ganz dünn gesmashed, könnte zu dünn sein. Muss aber nicht. Vorm Smashen, wenn eine Kugel da ist, machen die auf die Kugel, machen die schon drauf und jetzt machen die nochmal Butter drauf. Also vorm Smashen und wenn er gesmashed ist. Schon vorbereitet. Achmed, du bist ein Engel. Ah, Pommes auch noch. Geil. Ja, ist egal. Egal, nehmen wir so. Danke dir. Vielen Dank. Oklahoma Smashburger, Leute, für die, die es nicht kennen. Achmed, ergreif du doch sonst nochmal das Wort. Ja. Was ist ein Oklahoma Smashburger? Kommt, wie man schon hört, aus Oklahoma, aus Amerika. Ist ein Zwiebelburger quasi. Werden gehobelte Zwiebeln aufs Patty mit reingesmashed. Mhm. Allerdings hier nur auf einem Patty. Ich weiß nicht mal, ob es original detailgetreu so ist. Ich habe bei meinem Burger zum Beispiel bei beiden Patty Zwiebeln reingehauen. Probieren wir mal. Chili ist noch drin, die spürst du schon, bevor du reinbeißt. Sehr viel Jalapenos. Ordentlich Pfeffermix drauf oder sowas drauf. Erster Eindruck vom Bun ist nicht so perfekt. Hat einen trockenen Flavor. Schöne Süße, aber nicht optimal. Als Self-1 kann man gleich sagen, nicht so stark wie Goldies.
Ich vergleiche das mal mit Ahmeds Oklahoma Smashburger, ne? Mhm. Ahmed macht mir den zu Hause, ne? Er macht den mit viel Liebe. Wir haben ein Video auch zusammen online auf seinem Kanal. Genau. Du merkst richtig diesen Zwiebelcharakter. Jeder kennt das, Zwiebeln auf dem Grill oder in der Pfanne. Richtig hart angeröstet. Genau. Du merkst, dass diese Vereinigung dann mit dem Fleisch und dem Käse, da ist so ein deftiger, geiler Touch drin von diesen Zwiebeln. Und ich merke sie hier gar nicht. Genau, und das ist die Befürchtung, die ich hatte, weil es nur auf einem Patty ist. Ja, da war deiner auf jeden Fall besser. Danke, Brody. Und pass auf, also ich denke, wir sind uns bei einem einig. Nichts perfekt ausgewogen. Ein bisschen zu harte Chili-Note, finde ich. Also ja, es war sehr viel drauf. Ne? Man muss ja schauen, dass man irgendwie punktuell das Ganze gezielt plant, damit es natürlich auch nicht negativ in eine Richtung geht, sondern irgendwo ein Gesamtergebnis ist. Aber trotzdem lecker Burger, ne? Lecker. Safe lecker. Also ich hätte sogar trotzdem 8 von 10 gegeben. Mhm, safe. Ich gebe dir mal den. Ne? Viel mal, fleischiger irgendwie, ne? Viel fleischiger. Auch klassisch wie Gurken, also wirklich wie bei Goldies halt. Ich hab einen riesen Arsch mit Zwiebeln gerade, bockt aber. Spannend, besser hier, ne? Merkst du? Buttriger irgendwie. Sapschiger, wie man ja immer. Viel besser als Oklahoma. Schöne Pfeffernote, wirklich, hat man gesehen, haben sie drauf gestreut. Ich vermisse ein bisschen den Senf. Überwiegt halt der Ketchup. Nicht negativ gemeint, aber ich hätte mir schon gerne diese Kreuzung gewünscht, die man auch so von McDonald's kennt. Wer hierhin geht und denkt, das ist Goldies, also er muss ja wohl völlig matsch im Kopf sein. Aber halb so wild, so wie Goldies ist er nicht. Er ist trotzdem geil, auch der ist geil. Was hättest du gegeben, Bewertung beim zweiten? Auf eine 8. Hätte ich auch gegeben. Ja, eine 8. Voilà. Mhm. Ein starker Burger, absolut empfehlenswert. Ich würde noch mal herkommen und essen. Ist safe. 100%ig stark. Wir haben Spot Nummer 2 noch, ja, der noch vielversprechendere. Der nächste ist sehr aktuell. Und zufälligerweise sogar der Benny Buffett hat das ja empfohlen. Auch YouTuber. Benny's Buffet. Ja, wir nennen ihn, Benny Buffett. Er hat Bescheid gesagt, krank. Also wirklich nach ganz oben Potenzial. Und noch dazu, der Typ hat mich zufällig auch noch angeschrieben, weil ich bei Instagram gesehen habe, gesagt, komm doch mal rum und so. Ich habe gesagt, ich weiß noch nicht, ich habe schon einen in der Planung fürs Wochenende. Ja. Ich wusste gar nicht, dass der gleich ist. Also der wird sich auch gleich überrascht fühlen, wenn wir da jetzt ankommen. War sehr gut. Danke. Dankeschön. Sehr lecker. Kann man machen. Macht euch gefasst auf Runde 2 gleich. Wir ballern da mit dem Auto hin, ganz geschmeidig zwischen Berlin. Und dann der Burger soll knallen. Schöne Grüße an Benny Buffett gehen raus, ja Mann. Die haben gerade gesagt, wie sie glauben, vor uns gibt es bald Onlyfans. Von uns beiden zusammen. Doppelkanal. Teebeutel, ich nur dich. Oh, schnell noch rüber, ganz schnell noch rüber. Das Grün ist grün, Leute. Ja, ist grün. In der Schweiz werde ich demnächst einen Döner testen. Da hat mich ein anderer Influencer, ich glaube auch YouTuber, eingeladen, weil er sagt, der kann wirklich mit allem mithalten. Der angeblich beste Döner in der Schweiz, und den werde ich demnächst testen. Aber auf YouTube. Ne? Eigentlich wollte ich diese Woche schon da sein, aber habe ich nicht geschafft. Holle sieht aus wie ein Boss mit der Shorts und der Cap. Karate Andi vom Kiez. Karate Andi, ja. Aus den 80ern. Fehlt nur noch so eine Schnodderbremse, so ein Schnurrbart. Der letzte Lude, ja. Von Hamburg bin ich. Unterwegs in Berlin. Ja. Ich übernimm mal. Als Kind habe ich mich immer über die Leute lustig gemacht, die sagen haben, nimm. Kennst du die? Kennst du dich? Gab's ganz viele bei uns. Darf ich ja nimm? Ich muss mal nimm, nimm mal rein. Du bezahlst, ne? Ich bezahle. Ey, nochmal auf mich. Ehrenmann. Ehrenmann. Ich muss dazu noch sagen, privat lade ich Holger auch immer wieder. Ja, das ist so. Ein Ehrenmann. Ein Geben und Nehmen ist das. Oh, oh. Ahmed, kannst du mir einmal kurz, damit ich die Kamera halte, meine Bauchtasche umbitten? Nee, aber ich kann die Kamera halten. Er ist so geil, der Wichser. Ich wollte ja drauf reingefallen. Ja, ich wollte gucken. Ich bin doch kein Lappen, Alter. Da sind wir. Dann ist der Besitzer hier. Alles klar, Mann. Ach, freut mich. Lass es dir schmecken, würde ich sagen. Ja, gerne. Ich lasse dich hier aber noch nicht gehen. Ne? Ich erzähle dir erstmal, warum wir hier sind. Benny Buffett hat mir den Tipp gegeben. Benny Buffett kennst du doch, oder? Ja. Er hat mir den Tipp gegeben. Und als wir geschrieben haben, wusste ich gar nicht, dass er deinen Burger meint. Und es soll ein heftiger Burger sein, ne? Vielen Dank. Also ich finde selber auch. Ja. Okay. Welches Konzept steckt dahinter? Das ist hier mein Partner. Ja. Wirklich, er ist der Grillmaster. Er erklärt lieber das Konzept. Unser 9. Tag, wo wir jetzt offen sind und wir sind über happy. Und ach, das ist der 9. Tag? Dein Name war? Gürkem. Gürkem. Gürkem, ja. Er hat gesagt, du bist der beste Griller, den er je kennengelernt hat. Ja, was steckt denn für ein Format hier hinter bei dem Burger? Ganz normal Smashburger. Wir haben auch die Martins. Ach, die habt ihr auch? Ja klar, in vielen. Krass, habt ihr die von Goldies? Nee, wir haben die selber herangeschafft. Echt, ihr habt die selber herangeschafft? Ja. Goldies, ihr habt gesagt, ihr seid die Einzigen, die rankriegen. Wie habt ihr das gemacht? Boah, das hat echt viel Recherche in sich gezogen. Was zahlt man da für einen so ein Ding, wenn ich fragen darf? 67 Cent für einen Bann, ja. Oh, das ist aber auch zu viel. Aber die größeren, ne? Ich hab die größeren. Ich wollte gerade sagen, die sahen auch sehr groß gerade aus. Weil wenn man die im Internet bestellt, zahlst du gefühlt 5er für einen. Ja, genau. Okay, was würdest du uns empfehlen? Was sollen wir nehmen hier? Oh, ich würde euch den Bacon Jam empfehlen. Einen Cheeseburger, genau, einen normalen Cheeseburger. Okay. Double und einen Bacon Jam. Bacon Jam, ja.
Was habt ihr für eine Fleischzusammenstellung? Kannst du das so in etwa verraten? Brust und Fett. Brust und Fett, okay. Schön. Das ist Butterölmix oder was habt ihr? Korrekt. Butterölmix, okay. Würdest du, ne, eine Frage, würdest du mit mir um 50 Euro wetten, ob er, obwohl ich und er bewerte, dass du in einem Durchschnitt nach unserer beiden Bewertung über 8,5 kommst, würdest du 50 Euro wetten? Cool, ja. Komm, let's go. Holger. Okay, let's go. Die Wette steht. Okay. Tom, die Wette gilt, ja. Aber wenn ich nochmal was dazu sagen darf, du hast hier den besten Kritiker fastfood-technisch Deutschlands. 100% auf den Punkt gebracht. Geil, Mann, das ist eine geile Wette. Spezialität, ja. Heißt Flippin' Dishin. Also ihr müsst auf jeden Fall mindestens einmal reinbeißen, ja. Weil dieser Burger muss auch zur Bewertung hinzugefügt werden. Okay. Das ist das umgekehrte Band. Richtig. Das ist eine geile Nummer. Okay. Weißt du, wie das dann kommt? Wie? Dann hat man das Feeling wie beim Smack-Burger, diesen Melty-Burger. Da hast du wie so eine Toastscheibe. Fühle ich. Den Rest nehmen wir gleich am Tisch einfach, ne? Jo. Also ich liebe dieses Martin Potato Bun, sag ich euch so, wie es ist. Sehr basic, sehr klein, auch nur mit Single Smash. Mhm. Martins Potato prädestiniert dafür einfach die Matschigkeit in Person. Das schmeckt. Mhm. Krasser Fleischgeschmack. Heftige Röstung auch. Senf ein bisschen zu viel für mich gerade. Mhm, ja, das habe ich auch. Auf jeden Fall zu viel. Ist natürlich nur ein Snack, habt ihr gesehen. Zwei, drei Bissen, halbes weg. Komm ruhig einmal her. Da war jetzt ja nur erste Runde. Starkes Fleisch, Mann. Ja, starkes das Fleisch war wirklich sehr, sehr lecker. Bun passt perfekt. Das Einzige, was leicht auszubessern ist, ist, dass zu viel Senf war. Genau. Okay. Das ist das Einzige. Wir bleiben mit der Bewertung noch offen. Ja, safe. Okay? Aber stark auf jeden Fall. Cool. Bacon Jam, Rinderbacon aber. Boah, nimm du mal den dickeren Bruder. Warum? Nur weil ich fett bin? Nein. Dass du auch immer geil bist und direkt rausholst, also du provozierst das Kleckern schon. Ja, sorry. Schöne Süße, Leute, Mann. Ja, schon sehr stark, Mann. Geile Pfeffernote. Was wurde hier für eine Soße drauf? Senf. Ist nur Senf, ne? Okay, wollte ich gerade sagen. Erinnert mich an mein Pastrami-Sandwich. Okay. Ehrlich? Also du hast stark auch die Rauchnote gemerkt von dem Rinderbacon. Ja. Schöne Rauchnote drin gewesen. War schon eine runde Sache. Und jetzt kommt eure Spezialität, sagt ihr, ne? Flip and Dish. Ja. Frisch gehackte Jalapenos drin. Das ist das Beste, was gibt's. Boah, der riecht, Alter. Hast du schon vorher dran gerochen? Direkt diese Jalapeno-Paprika-Note. Das ist wirklich wie ein Toast, Leute, wie ein Toast. Yeah. Wer Sandwich-Toast zu Hause liebt, der wird diesen Burger auch lieben. 100%. Wirklich, manchmal sagt man ja nur so ist jetzt so ein Touch davon. Das ist ganz klar so eine Toast-Variante, aber ein lieblich, beinahe Brioche-Style, wirklich. Schönes Käse-Feeling rein. Über Bewertung muss ich echt jetzt kurz nachdenken, Mann. Wer hätte den besten Preis für Wette? Das ist fair. Mhm. Das wäre auch fair, dass man den besten nimmt. Würde ich auch sagen. Ja, dann nehmen wir den besten, Leute, das ist fair. Würdest du auch sagen, der Bacon Jam war der beste? Boah, ich würde sogar sagen, der Flippin' Dish. Also den kann man auch sehr gut mit einem Smack-Burger vergleichen. Voll. Irgendwo, der hat glaube ich eine 8-9 bei mir im Ranking. Ne? Sehr, sehr stark. Wir nehmen den Flippin' Dish. Den kann ich auch sehr gut ranken und jeder kann es nachvollziehen, weil Smack Burger noch besteht. Für euch nur, den ersten würde ich rausnehmen, weil zu viel Senf drauf war. Der wird dann vielleicht auch eine 7-6 ranken oder so, deshalb nehmen wir den raus. Da müssen wir einfach weniger Senf und der wäre ultra stark. Mit weniger Senf locker über 8. Easy über 8 wird er rüberkommen. Ganz stark, guter Fleischgeschmack. Genau. Richtig, wirklich selten gehabt. Ja. Selten gehabt, geröstet, Röstung on point. Bacon zählt nicht. Da muss ich aber ganz klar sagen, der war heftig, nur ich hätte ihn nicht genommen, weil ich diese Rauchnoten nicht so gerne mag. Da habe ich Kindheitstrauma. Ne? Und deshalb kann ich bin bei dir, ich bin genau. Ja, du bei dir auch so. Deshalb, da kann ich eigentlich nicht effektiv was drüber sagen. Muss man auch fair sein, lass das raus, da habe ich ein Trauma. Ist so wie wenn ihr auf eine Rosine beißt, ihr habt in der Kindheit an einer Rosine verschluckt. Aber zum Flippin' Dish. Darf ich sagen? Ja. 8,7. Und da habe ich auch Smackburger damals genauso bewertet. Ich finde hier nichts schlechter und nichts besser. Warte mal, ich muss doch mal korrigieren. Cool, schon mal die Scheine raus. Ich gebe sogar 0,1 mehr besser, weil diese gehackten Jalapenos, die frischen, fand ich noch geil dazu. Das hat mir da hinten nicht gefehlt, aber ich finde, es hat ihn aufgewertet. Aha. Deswegen gebe ich eine 8,8. Okay. Jetzt von mir das Zünglein an der Waage, Leute. Den schönen Fuffi kriegt der Kollege, wenn ich jetzt querschnitt, ne? Seine Bewertung, meine Bewertung, wenn er gewinnt. Wenn ich gewinne, kriege ich einen Fuffi von ihm. Bei mir gibt es eine 8,4. Das heißt, du hast gewonnen, den Fuffi. Ich finde Smackburger wirklich noch stärker, aber der ist ultra stark auch. Ja. Und man muss da auch fair bleiben, wer diesen typischen Toastcharakter mag, der wird den Burger des Todes feiern. Ja. Des Todes. Ich feiere ihn auch sehr doll, aber ich finde Smack noch 0,5 stärker. Aber diese für dich. Komm, hol dir deinen Gewinn ab. Bist du zufrieden? Ja, bist du zufrieden? An erster Stelle muss ich erstmal sagen, hätte ich nie erwartet, dass Holle kommt. Vielen, vielen Dank dafür. Sold Out Burger hat gewonnen, Leute. In dem Sinne, Leute, danke fürs dabei sein. Kuss, kuss. Ja, danke an die Jungs.
Schönes Wochenende euch allen zusammen. Ich mach Ende. Kuss, kuss.